Wie fast überall in Österreich wurde in den vergangenen Tagen auch in der UPC Arena Schnee geschaufelt. 4500 Kubikmeter mussten von 30 Leuten weggebracht werden. Zusätzlich dazu ist die Rasenheizung rund um die Uhr gelaufen. Diese Arbeiten kosten immens viel Geld. Also wir sind derzeit bei einem Stand von ca. 15.000 Euro. Der Boden ist zwar tief, die Bedingungen aber sicher regulär. Beim Duell des Tabellenzweiten aus Graz gegen das Tabellenschlusslicht aus Linz. Cannibal, you meat eater, you see. But I've seen the same, I know the shame in your defeat. Cause I have other things to fill my time. You take what is yours and I'll take mine. Now let me at the truth which will refresh my broken heart. Gewusst, das wird kein leichtes Spiel. Ich glaube, wir sind sehr gut ins Spiel reingekommen, haben das erste Tor geschossen, dann haben wir Räume bekommen und die haben wir heute ausgenutzt. Persönlich ein sehr schönes Erlebnis, von Anfang an zu spielen nach einer langen Verletzung, dann gleich zu treffen. Natürlich ist das sehr gut für Selbstvertrauen. Ganz klare Fehler vom Verhalten, also hier vom Pech zu sprechen, das wäre die falsche Aussage oder Ausrede. Es sind viele Sachen, die ich jetzt hier nicht ansprechen will, aber so in dieser Situation, wie wir uns wie heute hier präsentiert haben, ist das ganze Unterfangen also sicherlich nicht einfach. Dieses Frank Strong-Thema, Sie haben auch ein Gespräch mit ihm gehabt diese Woche, welcher Eindruck ist da bei Ihnen entstanden? Ja, es war ein sehr angenehmes Gespräch. Also ich kannte ihn ja vorher auch nur vom Fernsehen und hat einen guten Eindruck hinterlassen. Wir wissen jetzt, um was es geht und alle weiteren Details werden wir dann in den nächsten Wochen klären.